Hey und willkommen zum neuen Video. Ja, ihr habt richtig gelesen. Ich denke jetzt schon an Weihnachten, weil kennt ihr diese Situation? Was, übermorgen ist schon Weihnachten? Das einzige Geschenk, das ich habe, ist das für meinen Hamster. Oder euch geht's die paar Wochen vor Weihnachten so? Du, ich würde morgen dann meine Weihnachtsgeschenke einkaufen. Was wünschst du dir denn so zu Weihnachten? Ich? Keine Ahnung. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute dieses Video, damit ich euch ein paar Tipps geben kann, wie man zum Beispiel schneller bessere Geschenke findet, was man sich denn alles wünschen kann oder was man anderen schenken kann, wenn man noch keine Ahnung hat. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich sollte am Anfang vielleicht noch kurz erwähnen, dass ich eher so der Typ bin, ich schenke unglaublich gern Sachen, die Leute gebrauchen können, wo sie wirklich was damit anfangen können oder dass sie sich halt wirklich wünschen. Und deswegen habe ich jetzt den ersten Tipp für euch. Und zwar, seid aufmerksam. Wenn ihr jetzt schon immer ein bisschen mitguckt, wenn euch der andere, dem ihr irgendwann zu Weihnachten oder zum Geburtstag, ist eigentlich egal, was schenken wollt, dann seid aufmerksam, was er euch so zeigt, was die Person so sagt, ja, das finde ich mega cool oder das finde ich total cool. Dass ihr das euch einfach merkt und am besten aufschreibt, am besten so eine Weihnachtsliste jetzt schon macht am Handy oder so. Weil dann könnt ihr genau diese Sachen schenken und dann erinnert er sich auch schon so, krass, genau das wollte ich haben. Und im Gegenzug könnt ihr das natürlich auch machen, wenn ihr jetzt unauffällig dieses Video an Leute schickt und dann irgendwann später, so im Laufe des nächsten Monats, einfach mal so sagt, das finde ich voll mega cool. Wenn ihr das Video jetzt geschickt bekommen habt, wisst ihr, oh, da war wohl was und ich sollte vielleicht ein bisschen aufmerksam sein. Und wenn ihr dann irgendwas sagt, was euch gern gefallen würde, dann vielleicht kriegt das ja zu Weihnachten. Die Geschenke sind meiner Meinung nach einfach die besten, weil man weiß halt zu 100% genau, was will die Person und kann ihr genau das schenken, was sie will. Und ein bisschen personalisiert noch dazu und das ist einfach perfekt. Was auch noch eine Möglichkeit ist, was wir zum Beispiel bei Tommy Tour Ling Ling gemacht haben. Wir wussten zum Beispiel, dass er unbedingt eine Softbox braucht, weil ich meine, er ist YouTuber und er hatte keine Softbox. Wir haben das ganz schlau angestellt und zwar hat die Jessie vom Kanal It's Bambi eben gefragt, so ja, ich hätte gerne eine Softbox und keine Ahnung und welche kannst du denn empfehlen? Und genau die Softbox, die er ihr empfehlt hat, haben wir ihm dann so Geburtstag schenkt. Und in dem Moment dachte er irgendwie gar nicht, dass es mit seinem Geburtstagsgeschenk zusammenhängt. Und wenn ihr das jetzt schon macht, dann wird auch keiner jetzt momentan an Weihnachten denken und an Weihnachtsgeschenke, weil es einfach noch ein bisschen früh ist. Aber glaubt mir, ihr habt später den Stress nicht. Natürlich gibt es dann auch die Situation, wo dann der andere nicht wirklich was sagt, was ihm gefällt. Und deswegen zeige ich euch jetzt ein paar Ideen, was man denn noch zu Weihnachten schenken kann. Auch für euch als Inspiration, egal ob ihr jetzt das selber dann haben wollt, weil ihr das sagt, das ist auch ziemlich cool, das kann ich echt gebrauchen. Oder eben als Geschenk für andere. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an und zeige euch ein paar Sachen, die ich ganz cool finde. Jeder, der ein Smartphone hat, bei dem der Akku schnell leer geht, oder halt ein iPhone, bei dem der Akku immer schnell leer geht, der braucht ein portables Akkuladegerät. Ich habe einmal hier so ein, das ist so ein längliches Teil, das gibt es bei Amazon und das habe ich bei Saturn gekauft. Man steckt den einfach hier an und bei mir ist so, mir reicht ein Akku pro Tag nicht mehr und hier schon lädt's. Ich finde es mega praktisch. Und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, es kostet zwischen 20 und 30 Euro die meisten. Setze ich euch die Links mal in die Infobox, wenn ich die finde. Das nächste, was auch sehr cool ist, es hat ziemlich viel mit Handy und so zu tun. Ich bin eher so ein Techniktyp, aber trotzdem, das sind halt wirklich auch Ideen, die man vielleicht Jungs schenken kann. Und zwar ist es so ein Teil hier, das ist ein Transmitter. Damit kann man Musik hören im Auto vom Handy aus, wenn man kein AUX-Kabel hat. Also unser Auto zum Beispiel ist ein bisschen älter, hat kein AUX-Kabel, hat aber diesen Zigarettenanschluss. Und man kann hier einfach das hier reinstecken, kann hier eine Radiofrequenz einstellen und einfach dann übers Radio die Musik von seinem Handy hören. Ich habe das letztens auch Christo empfohlen, der fand das auch total cool. Ich habe darüber meine Navigation, weil ich ja auch übers Handy navigiere, wenn mich jemand anruft, läuft es dann alles über die Lautsprecher. Man muss zwar ein bisschen ausprobieren, welche Frequenz man nimmt, damit es nicht stört, aber an sich für 20 Euro ein Ding, das ich seit 2 Jahren habe und nicht mehr missen möchte. Und weil wir gerade beim Handy sind, habe ich mir letztens das hier von Mini in der Box bestellt, ich glaube für 3 Euro oder so. Das kann man so an die Windschutzscheibe machen am Auto und man kann einfach dann sein Navigationssystem, das man ja am Handy hat, einfach viel besser sehen, weil ich habe das immer unten drin gehabt in der Mittelkonsole und musste dann immer runterschauen. Und man kann übrigens hier auch so eine Kamera reintun. Also für alle, die während dem Autofahren vielleicht doch ein bisschen vloggen wollen. Soll ich das mal machen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und zwar habe ich mir hier auch ein paar Handyhüllen bestellt. Ich zeige die euch jetzt gleich in der Nahaufnahme und sage ein bisschen was dazu. Die sind eigentlich auch total günstig und haben, glaube ich, plus 2 bis 5 Euro oder so gekostet. Der einzige Nachteil war, dass der Versand ein bisschen lang gedauert hat. Ich glaube, so um die 20 Tage. Das heißt, da müsste man dann rechtzeitig bestellen. Man kann es aber auch zum Beispiel in Adventskalender oder so reintun. Wie gesagt, weil die ja nicht viel kosten, aber doch einiges hermachen. Und die beiden habe ich noch für die Sana mitgenommen, für die echt abgedreht. Mit der habe ich übrigens auch ein Video gedreht. Verlinke ich euch auch unten mal in der Infobox. Dann kommen wir langsam zu den Sachen, die auf meiner Wunschliste stehen. Und ich fange mal mit Parfüm an. Ich habe hier einmal noch das New Yorker Parfüm, das riecht mega lecker, das riecht wie dieses One Million, so ein bisschen süßlich oder wie das Hugo Boss.
Haben mich echt schon welche gefragt, ob ich das trage. Und ich so, nein, ich habe ein anderes. Das kostet nämlich nur 12 Euro. Dann, was ich mir wünschen würde, ist das Abercrombie & Fitch Parfüm. Das riecht mega gut. Immer wenn ich drin bin, muss ich dran riechen. Wie gesagt, ich versuche euch so viele Links wie möglich, was ich im Internet finde, euch runter rein zu verlinken, dass ihr euch einfach ein bisschen Bild davon machen könnt. Was ich auch gern haben wollen würde, ist zum Beispiel sowas in der Richtung. Und zwar gibt es da von Bose so richtig coole Jukeboxen. Da kann man sein Handy einfach über Bluetooth mit dem konfigurieren und dann spielt es die Musik mega laut mit mega coolem Bass ab. Das ist jetzt mittlerweile schon kaputt und da muss man das noch reinstecken. Aber sowas wünsche ich mir zu Weihnachten, obwohl ich es wahrscheinlich nicht kriegen werde. Genauso wie eine externe Festplatte für jeden, der viel am PC ist oder große Dateien, Filme etc. oder Videos eben hat. Dann was steht denn hier noch so auf meiner Liste? Ein WLAN-Verbesserer, genau, weil bei mir im Zimmer ist es meistens so, dass das WLAN relativ schlecht ist. Wenn ich auf dem Bett liege, ich habe mit meinem Handy kein WLAN mehr. Aber es gibt so WLAN-Repeater, die das WLAN einfach nehmen und nochmal so weiter wiederholen. Gerade wenn man zum Beispiel im Sommer draußen ist, dann kann man das zum Beispiel auch so machen, dass man dann draußen WLAN hat, was man ja sonst eigentlich nicht hätte. Okay, und außer noch hässliche Klamotten mit Blumenmustern drauf, wie zum Beispiel die beiden, die ich total cool finde und die ich einfach nochmal zeigen musste in dem Video, fällt mir sonst eigentlich nichts ein. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen. Denkt jetzt schon dran, dass es bald Weihnachten ist und dass Weihnachten wieder mega stressig wird und dass ihr jetzt schon ein bisschen so dran denkt an die Weihnachtsgeschenke. Wie gesagt, ihr könnt das Video gerne weiterschicken, wenn ihr wollt. Wenn es euch irgendwie was gebracht hat oder wenn ihr die Idee cool fandet, dann gebt doch einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Er tut nur so. 1, 2, 3.